Weiß nicht, ob das die Originalstücke sind. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Das eine auf jeden Fall. Die Main Theme auf jeden Fall. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, das habe ich aber hinter mir. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Das Rennen ist hier aber einfacher. Wer weiß. Grafik ist goldig. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann, ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Pauli's Pizza. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Die Frage ist, wie loyal der Sam ist. In der Löwengrube. Wahrscheinlich. Die bauen jetzt so, ne, so Träume auf und Sympathie und Hoffnung für diesen Charakter und dann... Grand Imperial Bank. Gut. Ich kümmere mich um die Leute. Du um den Direktor. Mach, was nötig ist. Wie, wir sind direkt im... Bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Leute, wie heißt das Kapitel? Ich hab's schon wieder vergessen. Wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Eigentlich schon, Eiswolf. So rein moralisch ist er ja nicht so, der... Nur das Gelbe vom Ei. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ohne Sam, ja? Nee, Sam steht da, oder? Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann! Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Bleibt alle auf dem Boden! Wenn sich wer bewegt, werde ich schießen! Direktor. Wir wollen, dass ihr heute Abend eure Kinder in die Arme nehmen könnt. Okay? Seid heute keine Helden. Keine Dummheiten, verstanden? Lasst uns bitte gehen, wir tun nichts. Alles gut, Ladies. Was machst du denn? Ja, ist ja gut, Mann. Verflucht. Komm mit zum Tresorraum. Ich mache, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Was macht er? Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Bist du Leute am Erschießen, du Irrer? Wie viele Wachmänner unten? Einer. Hey, schussbereit? Keine Bewegung. Ich
weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Shit. Oh, ich sehe jetzt erst, dass da mit vorgehaltener Waffe steht. Ich habe das instinktiv gemacht. Instinkt. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter. Damit kommen sie nicht durch. Nicht Typen wie sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Sieht er einfach aus wie Walt Disney. Kannst du ihn abschießen? Ich werde es nicht versuchen. Naja, vor allem seinen Traum sterben, wenn er keinen weiteren Pläne hat, wirkt mir nicht wie eine Katastrophe. Hier geht keiner, auch nicht im Stream. Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Wachmann? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Ist der platt? Hey, ist hinter mir her, sagt er. Wow. Bleib mal lieber bei der Schotti. Schadi Bugatti. Wo ist der D-Rex? Nee. What? Wo zeigt er denn hin? Ja, wo ist er denn? Ist er nach oben gerannt oder was? Gesundheit brauche ich erstmal nicht. Also, entweder ich nehme mal die Stadtkarte und guck mal, wo der ist. Warum zeigt er denn den komischen Marker die ganze Zeit nach unten? Egal, wie ich mich drehe, der ist unten. Durchsuche den Direktor. Hä? Also, gekillt habe ich den nicht. So viel steht fest. In der Theorie, laut. Dann ist der oben, wenn er nicht hier ist. Ich gehe mal nach oben. Ich scheine ja alle Zeit der Welt zu haben. Okay, hier kann ich nicht lang. Hä? Ist das ein Bug? Also es sollte nicht so schwer sein. Ich denke mal, das ist ein Bug. Hier kann ich nicht rein.
Achso, vielleicht, vielleicht meint der sein... sein Büro. Aber das macht auch keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein Bug. Du hättest ihn doch abschießen sollen. Also der ist einfach nach links irgendwie. Ich versuche den mal jetzt. Damit kommen Sie nicht durch. Nicht versuch mal wie Sie. Nachzuvollziehen, um in welche Richtung der flüchtet. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Oh, vielleicht ist der hier. Nee, das führt doch ins selbe. Ja, das führt ins selbe Dings. Come on. Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Ich baller dir einfach direkt beide über den Haufen. Genau zu. Ich will, dass du deine... Okay, der läuft in diesen Raum, wo ich vorhin war. Wo die Schließfächer sind. Das war ein Bug. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Niemand muss sterben, sagt er. Bro, deine halbe Bank ist tot. Das Spiel hat echt merkwürdige Bugs, ne? Nicht viele, aber wenn, dann sind die merkwürdig. Jesus, Maria und Josef. Boah. Auf zu heulen! Polly, mach keinen Scheiß. Oh no. Verdammt! Die Kopf sind da! Weg, los! Ja, schnapp weg. Das Geld, wir hauen ab! Du? Achso. Was zum Teufel ist das? Hände hoch! Die Bank ist auf! Jetzt aufsteigen! Ich muss nachladen! Alter. Oh. Warte. Vor allem scheint hier jeder eine Tommy zu haben. Ich nehme lieber die Tommy. Tommy! Hey, der hat meine Gesundheit nicht komplett aufgefüllt. Das ist ja assi. Wupp. Was zur Hölle? Moment. Nicht weglaufen, Tommy, sag ich schon. Pauli. So.
Und komm. Oh, toll. Er wurde zu Fuß gesichtet. Zugriff. Zugriff. Warum haben wir denn jetzt so ein riesen Auto, Mann? Steig ein, Bro. Steig ein. Los, oder lass die Zeit. Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab! Bekommen noch mehr von ihm! Wie hat dir das geschmeckt? Das ist echt das typische Ende einer jeden Mission hier, ne? Kann das sein? Entweder ich werde von Bullerei verfolgt oder ich verfolge irgendjemand anders. Wow. Aus. Da ist ein Bulle. Der ist aber zu Fuß. Das heißt, ich könnte im Endeffekt so und dann. Und dann so. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Und jetzt? Zum Palermo Club. Sams Club? Ey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Nur einen Sack Geld? Ja, ne? Eigentlich hast du recht. Wenn schon, denn schon. Wir haben eine Bank ausgeraubt. Bis jetzt erfolgreich. Ich war in dem Spiel noch nie tanken. Aber ich sehe gerade, mein Tank ist voll. Ich könnte einmal tanken. Kann ich das? Ja, scheiß drauf. Ja, ich will nicht mehr. Nein, ich will nicht. Alter, ernsthaft? Ich will nicht schießen. Verdammt. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Einheiten haben ihn gesehen. Nehmen die Verfolgung auf. Ich riskier's. Oh, 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 oh. Ich riskier's, Leute. Wie zurück ins Auto 321. Ernsthaft jetzt? Ich wollte nur meinen Strafzettel bezahlen. So einen Tank hätte ich auch gerne, ja, frag mich mal. Hallo, ich wollte doch nur... Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen zu... Zigarre muss ein bisschen weiter raus. Ne? Oh, ernsthaft jetzt? Und jetzt zum Palermo Club. Okay, gut. Sams Club? Ey, der ist gerade leer. Gut, damit was kann ich leben. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ah, Moment. Jetzt haben wir nur noch einen halbvollen Tank. Müsste doch irgendwie gehen. Vielleicht muss ich erst aussteigen? Aber dann sagt er wieder, nee, hör auf. Nee, nicht aussteigen. Fuck it. Hau ab, Glöckner! Wir sind fast da, Tom! Fast geschafft!
Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Ich fahre mal ganz schön höflich hier mit Tempomat und so, ganz ordentlich. Ne? Wenn ich blinken könnte, würde ich jetzt sogar blinken. Tick-Tack, Tick-Tack. So. Warum kann ich nicht aussteigen? Achso. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Die schicke Zigarre ist, weil ich überall anders sonst irgendwelche Informationen zudecke. Wir sehen uns morgen. Und ohne die Zigarre sieht das blöd aus, ne? Guck mal. Sieht scheiße aus. Komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Ich sehe gerade, ich bin immer noch ein bisschen zu weit vorne. Sarah, schau morgen bei mir vorbei. Wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Der letzte große Wurf. Dokomi. Der Niedergang der Kunst. 38. Cheers, Melo. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Guck mal, wie schick der Tut ist. Mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Maßgeschneidert, Junge. Nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Madonna. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha, hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt. Yep. Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Schnarchen. Eindeutig. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Frau, jetzt mal den Teufel doch nicht an die Wand. Meint ihr, Pauli betrügt uns? Warte mal, ich kann hier irgendwas einsammeln. Vor allem bin ich noch nie in meiner eigenen Bude rumgelaufen. Ach, Tommy Angelo, das macht Sinn. Immer noch hier? Ja, ich wollte noch einen Abschiedskuss. Weißt du? Okay, Zeitung ist wichtiger. Moment, ich kann noch was einsammeln. Ah. Ups. Oh no. Heute Abend wird auf der Couch geschlafen. Ja, mit Kippe. Nice. Mann und Frau. Juni 34. Das ist mal eine geile Beschreibung von einem Foto. Besser wäre noch Mann links. Wenn du noch länger bleibst, kannst du mir beim Packen helfen. Nur zur Vorwarnung.
Okay, nee, ich hau ab. Schnell weg hier. Raus! Aber ganz schnell. Oh, ein Fox. Ich finde das Geräusch immer witzig, wenn man die einsammelt. Hört mal zu. Oh, dankeschön. Dankeschön. Hat der Lügenbold auch nicht verdient. Hey, hey, hey. Ich versuche hier meine Familie zu versorgen, ja? Boah, ist das hier mein Schlitten? Alter Schwede. Ich glaube, der ist das Geld links und rechts am Verprassen, der Typ. Moment, ordentliche Sammlung. Was heißt das jetzt? Ich habe 15 Autos freigeschaltet oder so. Nicht schlecht. Ich habe voll geraten mit der Zahl. Nice. Vorsichtig. Bingo, bingo, bingo. Also entweder bilde ich mir das ein, oder die Autos haben sich auch so ein bisschen modernisiert über die 6-7 Jahre, die wir jetzt hier in-game Zeit verstrichen haben. Am Anfang sahen die Autos noch ein bisschen antiker aus. Er hilft ja einfach beim Packen. Vielleicht eine Nebenmission. Ja, Nebenmissionen fehlen mir ehrlich gesagt so ein bisschen in dem Spiel. Oder Nebenaktivitäten oder so. Diese ganze Welt hier, diese ganze Stadt ist so, weiß ich nicht. Ich springe von einer Mission zur nächsten. Okay. Weg! 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 Ich mache eine Biege. Hallo? Ja, wir brauchen sofort. Hallo? Hilfe. Achtung, auf der Tour Island wurde ein Unfall gemeldet. Zusammenstoß befürchtet. Komm, lass mich in Ruhe. Einheiten haben ihn gesehen. Nehmen die Verfolgung auf. Oh, ich fahre hier noch mit Tempomat. Verfolgen und verhaften. Bringt ihn her. Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Ich warte hier mal so ein bisschen. Teilweise mag ich Nebenmissionen, teilweise nerven sie mich aber auch. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Ja, ich mag keine Nebenmissionen, die einfach nur da sind, um das Spiel zu füllen, ne? So wie bei Assassin's Creed oder sowas. Oder Ubisoft-Spielen generell. Aber wenn es gute Nebenmissionen sind, feiere ich die. Und wenn es nicht zu viele sind, natürlich. Oder so Minigames, weißt du? Wäre auch nicht schlecht. Was halt zur Welt passt jetzt. Bei Mafia könnte ich mir gut vorstellen, so Casino-Minigame oder... Diese Gegend geht vor die Runde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel. Spaghetti kochen. Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, macht die meistens nur, wenn es sich lohnt, wenn sie auf dem Weg liegen. Genau. Das stimmt.
Okay. Wenn sie storymäßig interessant sind. Oh! Hört ihr das? Das ist irgendwo eine Katze. Okay. Ja, storymäßig interessant war bei mir immer bei The Witcher 3 der Fall. Da war fast jede Nebenmission einfach nur geil. Total skurrile Figuren und Stories. Richtig geil gewesen, ehrlich. Und nicht nur waren die Stories gut, auch der Loot, den man dann bekommen hat, die Belohnung quasi, ja. Das hoffe ich mir absolut für jedes Open-World-Spiel. Pauli? Hey, Pauli! Nein! Was? Pauli? Willst du mich verarschen? Polly. Oh Gott. Kopfschuss. Kohle ist weg. Dann kann das doch nur Sam gewesen sein. Er ist der Einzige, der von dem Überfall wusste. Nimm die Katze mit und schenk sie Sarah. Oh, das wird dann eine heiße Nacht. Ja, das schöne Geld, vor allem der gute Pauli. Und es ist... Pauli? Sam. Ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Von wem? Du steckst in der Scheiße. Von wem weiß er das? Untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Hashtag Pauli, gib Gas. Pauli? Denkst du, Sam tötet dich jetzt auch? Er kann es versuchen. Ich muss los. Tut mir leid. Kann ich da nochmal rein? Nein. Wir lassen die Tür halb offen. Alles so wie vorher. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Gerade wart ihr euch noch ganz cool und lachend am Unterhalten. Boah, schon eine fette Kiste, ne? Mein lieber Scholli, ey. Krass. Pauli tot. Au.
Also Sam ist der Einzige, der wusste, was wir machen. Das heißt, er ist für mich jetzt der Verdächtige Nummer 1. Das muss nicht heißen, dass er Pauli getötet hat. Aber der hat uns auf jeden Fall an Salieri verpfiffen. Oder an irgendeine andere Person. Und Salieri hat das mitbekommen. Jo, wartet mal. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube. Nee, kann gar nicht sein. Wow, die Tür war kurzerhand durchsichtig. Stehen bleiben, Tommy. Gangster. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Wow. Was ist hier los? Du und Pauli, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Oh nein. Mehr als du verdienst. Leckt eure Arme. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Oh, wir haben die Hure laufen lassen. Das Mädchen, das du mochtest? Du hast das war doch seine Idee. Gelassen. Hä? Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Er hat Angst vor Tommy. Also so konkurrenzmäßig. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Okay. Komm sofort hierher! Oh nein, die gute Kunst. Was tust du, Sam? Finde Sam. Shit. Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Was? Heute keiner mehr sterben, Tom. Nur du. Mach ihn kalt. Der Arme läuft voll verirrt durch die Gegend. Will nicht.
Oh, ich hab... Oh, shit. Ich dachte, ich hätte noch die Tommy Gun irgendwo. Was war denn das für ein Hi-O-Pai? Macht schon, Jungs! Sorry, Tom! Man behält nichts für sich. Das ist unsere eine Regel. Du stirbst, Taxifahrer! Nennt der mich Taxifahrer? Ist das nicht eine Art von Optimismus als Wolf? Das ist immersiver. Bam! Ja, die Handys droppen aber wie Beats heute. Für 10 Sekunden zumindest. Er hat ihn da geschossen. Nee, du, nicht mit mir. Ach, ich kann auch einmal nur kurz drauf tippen. Zum Waffewechsel meine ich jetzt. Nee, da warte ich mal erstmal mit. Noch geht's ja. Nein. Ha! Oh nein, ich brenne. Komm raus. Fuck. So, mein Lieber. Jetzt heiz ich dir ein. Jetzt geht's los. Wo bist du? Ach, das ist der gar nicht. Oh, 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 oh! Alter! Kommen die alle her? Ich dachte, der lebt noch. Hättest du noch Respekt für den Don, würdest du das lassen? Fuck! Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann, du Arsch? Ich ernsthaft? Weiß, du hast es
getan. Jetzt wird es ernst, Jungs. Erledigt ihn. Immerhin ein Treffer gelandet. Salieri hat uns abgezogen. Euch vielleicht, aber mich? Ich bin bei sowas schlauer. Ja, du bist der Cleverste, du bist der Beste. Ist okay. Du bist eine Schande für die Familie. War da einer? Oh, oh, oh. Ach komm, Jung. Wo sind die Headies von eben? Wow, 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 wow. Glückstreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs. Warum hat er nicht geschossen, mein Gott? Hey, hey, hier drüben. Der Molotow war so schlecht platziert. Oh, fuck, mein Fernseher. So, jetzt. Ja, da stehst du gut. Ach, komm, ey. Hallo. Das ist ja wohl mal ein fetter Kopfschuss. Oh, Leute, ich verpasse den ganzen Chat. Der ist der Zweitcleverste. Okay, weh. So, ist da. Was? Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe es seit Jahren mit angesehen. Jetzt gibt es nur einen Ausweg. Und ich bin derjenige, der ihn dir gibt. Der Typ wollte mir eine Falle stellen. Egal, mit zwei Typen. Aus diesem Leben kann man nicht sein. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Junge, du bist durchlöchert. Was für Leben? Du kannst verschwinden. Genau wie Frank.
Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Alles umsonst mit Frank. Es sei denn, die Familie hat überlebt, dann... Immerhin, schwacher Trost zwar, aber okay. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Oh, Gold? Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Idiota. Aber dieser Fall Bastardo. Ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist doch schon alles. Dann muss das genug sein. Epilog 51? What?
Vor langer Zeit. In einem anderen Leben erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist, aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen. Oh nein. Wenn sie uns immer entwischt. Oh, das sieht nicht gut aus. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Vito. Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit, sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer. Das stimmt, Leute. Die beiden, die uns abgeknallt haben, oder die beiden Burschen, sind das nicht die von Mafia 2? Ist das nicht der von Mafia 2? Irische Zwillinge ist ein herabsetzender umgangssprachlicher Ausdruck, der zwei Geschwister bezeichnet, die innerhalb von 12 Monaten geboren sind. Ah. Solche Kinder verwendet, die im selben Kalenderjahr geboren. Oh. Danke für die Info. Was war mit Ralph? Ja, was war mit Ralphie? Sein Pseudostottern wurde gar nicht, also meiner Meinung nach Pseudostottern, wurde gar nicht aufgedeckt. Alter, ist der einfach gestorben? Ich glaube, der am Ende meinte, schöne Grüße von... Ich kann das nicht überspringen. Melo, das ist eine gute Reaktion. Good game? Maybe? Was wollte ich jetzt sagen? Ich dachte auch, dass das auf mehr hindeuten soll, aber vielleicht nur ein emotionaler Moment, dass ihm das Stottern genommen hat. Ja, das hatte ja der, das hatte ja der Johann schon vermutet, dass das einfach nur, dass er tatsächlich stottert, aber dass das halt so ein Moment war. Und das Ende ist wohl passend und trotzdem irgendwie gut. Passend auf jeden Fall, ja. Weil es nichts aufzudecken gibt. Da ist er schon, da meldet er sich schon. Oh je, ich habe das Ende voll verpasst. Ach so. Ich dachte, du meintest so Good Game, weil du das Ende gesehen hast.
Ja, Tommy ist gestorben. Und ich vermute, der Junge, der am Ende meinte, schöne Grüße von Mr. Salieri, ist der Protagonist von Mafia 2. Ja. Ich meine schon. Ich schau mal gerade. Ja, wenn ihr, zeig euch das mal hier, ne, seht ihr? Die beiden hier. Und er ist der Protagonist und er war, glaube ich, gerade derjenige, der meinte, schöne Grüße von Mr. Salieri. Das heißt, der Killer von Tommy ist der Protagonist von Mafia 2.